We Were Here Forever von dem niederländischen Unternehmen Total Mayhem Games ist sozusagen Escape Room auf dem PC. Und im Januar 2023 auch auf PlayStation und Xbox. Grund genug, sich das Spiel einmal anzuschauen. Vorab, eine USK-Einstufung konnte ich nicht finden. Auch nicht eine von PG oder ESRB. Die ist meiner Ansicht nach auch nicht wirklich notwendig. Man muss lesen können, somit ist das schon mal nichts für die Kleinsten. Und es ist ein reines Rätselspiel, also ohne Schießen und andere kompetitive Elemente. Das Spiel ist bei Steam und Epic Games für unter 20 Euro zu bekommen und bietet langen Spielspaß für schmales Geld. Der mittlerweile vierte Teil der We Were Here-Reihe führt die Spieler durch verschiedene Räume und Szenarien, in welchen zwei Spieler durch gute Zusammenarbeit versuchen müssen, den jeweiligen Parcours zu beenden. Es kann nur zu zweit gespielt werden. Einen Einzelspielermodus gibt es nicht. Der Clou dabei ist, dass die Spieler sich dabei häufig gegenseitig führen müssen, da jeder Spieler an vielen Stellen gar nicht sieht, wo er hin muss oder was er machen muss. Durch die Gestaltung der Symbole und Elemente sind Missverständnisse vorprogrammiert. Und so kann sich phasenweise durchaus so etwas wie Verzweiflung einstellen. Mit etwas Geduld und vielen Versuchen kommt man aber meist zum Ausgang. Steuerung, Grafik, Sound, Musik und alle weiteren Elemente entsprechen dem heutigen Standard. Technisch ist allerdings etwas zu beachten. Man muss zwingend miteinander reden können. Im Zweifel kann das auch über ein Telefon geschehen. Discord, Teamspeak oder die Ingame Walkie-Talkies sind aber empfehlenswert. Das bedeutet natürlich, dass ein PC oder Konsole zwingend nicht nur ein Lautsprecher oder Kopfhörer angeschlossen sein muss, sondern auch ein Mikrofon. Ebenfalls zu beachten ist, dass man bei der PC-Variante Windows 10 oder 11 mit 64-Bit haben muss, also vor dem Kauf überprüfen. In der hier gezeigten PC-Version gab es keine Ingame-Käufe oder Log-Angebote. Nur im Shop bei Steam oder Epic Games konnte man weitere Inhalte erwerben, muss man aber nicht. Also genau das, was man sich wünscht. Einmal bezahlen und gut ist. Von mir gibt's für dieses Spiel einen Daumen hoch. Erfrischend anders und wirklich richtig gut gemacht. Und der Preis von unter 20 Euro ist wirklich mehr als fair. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.